Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rome 2. Wir kämpfen in Tarraco und wir müssen die Stadt halten gegen einen Angriff aus dem Hafen. Das ist ziemlich cool eigentlich, weil unsere Legionäre, wenn sie eins können, dann ist das wohl ein Pier verteidigen. Also ich glaube, das wird jetzt nicht so tragisch. Dann müssen wir halt noch ein paar Reservetruppen haben, die wir auf die Angreifer von... Obwohl, die kommen alle vom Meer, ne? Das heißt, wenn die irgendwie an der Küste landen, können wir die wegholen. Und wenn die im Hafen landen, sind die sowieso schon tot. Das wird cool. Das wird eine coole Schlacht. So. Man beachte diesen wunderbaren Strand, der geradezu dazu einlädt zu landen, ne? Und natürlich diese Flotte. Ja, sieht doch gut aus. Okay. Wie verteilen wir die Truppen? I would say, wir fangen einfach vorne an. Eine Kohorte hier, zwei hier, eine hier. Ein paar Deppen hier. Wo die können eigentlich... Nee, wir machen... Weißt du was? Ah, nee, geht nicht, aber... Die halten sich mal bereit, um einfach rauszulaufen. Denn falls das geht, hält uns ja nichts auf, eigentlich, die da direkt zu überrennen, ne? So, die Velites, falls sie dann doch im Hafen landen, bleiben mal hier. Was ist das denn hier? Achso, das ist der andere General, ne? Der kann ja mal hier bleiben. Mit unserem General. Falls irgendwie was von hinten kommt. Schließlich ist hier ja... besteht ja noch die Möglichkeit, dass irgendwas angreift. Wer ist das denn hier? So, hier noch Verstärkung. Die können ja mal den Punkt sichern. Nur für den Fall. Die beiden Auxiliartruppen... Ich könnte die ja eigentlich rausschmuggeln. Ach komm, die halten einfach hier noch die Stellung. Und die Kavallerie bleibt mal bei der ersten Kohorte. Die erste Kohorte kann noch an den Strand. Huch, vielleicht in einer normalen Stellung so. Enemy reinforcements approaching. So, ich mache das nämlich jetzt doch so, dass ich die hier lasse, nur für den Fall, dass wir dann doch irgendwie aus der Stadt rausrennen. Ah, die kommen echt überall, ne? Oh, weia. Okay, ich mache mal hier gerade alles zu, denn wir kennen unsere Einheiten, nur damit man mehr sieht. Ja, bin mal gespannt. Das wird eine echt interessante Schlacht. Weil das Problem ist, diese Einheiten sind verdammt gut. Aber wir sind besser, also die haben einen guten Nahkampf, wir sind aber viel besser in der Verteidigung und in der Rüstung. Und das heißt, in Anbetracht der Tatsache, dass wir diejenigen sind, die im Hafen verschanzt sind, haben wir da einen Vorteil schon mal. Was ja ganz gut ist. Nein. So. Ein bisschen weiter nach vorne, dann können die direkt abgegriffen werden. Oh. Gut. Kann hier irgendwie die schlecht positionieren. Vielleicht kann ich das ja hier so... Ah, das ist gut. Hier auf den Kai. Ist doch schon mal ganz gut. Die Hunde, hätte sich denen hier auf den Hals, falls sie hier landen. Ich gehe mal davon aus, die landen hier. So wie es aussieht. Soll ich dann die Legionäre vor die Türe schicken? Oder einfach die Hunde draufhetzen. Die können ja nach vorne, weil die haben ja hinten, machen die ja gar nichts, weil da greift ja niemand an. Kann ja nichts passieren. Die bleiben einfach mal hier zur Sicherheit. Man weiß ja nie. Und dann kann ich die hier rausschicken eigentlich. Zur Not kommen wir einfach zurück rein. Ebenso können die beiden hier lang. Ganz geschickt, und falls irgendwas ist,
Kavallerie kann niederreiten. Alles, was weiter rein nicht auf den Bäumen ist. Oder wieder im Wasser. Okay, wir kriegen noch Verstärkung. Außer dadurch, dass ich jetzt Control Large Armies ausgemacht habe, kriegen wir keine Verstärkung. Fände ich aber lame. So. Hey, wo wollen die denn hin? Wenn die da landen, dann können die auch nirgendwo hin. Können zum Tor und das abfackeln, aber das bringt dir genau nix. Weil, bis sie da durch sind. Naja, gut. Mir soll's egal sein. Können die hier durch? Glaub nicht, ne? So, Freunde. Kriegen Besuch. Romans ready for duty. Oder nicht? Seht ihr das hier? Das macht mir Sorgen hier. Das erinnert mich ein bisschen an die Landung vor Troja aus dem Film. Ich hoffe mal, unsere vier Legionäre hier haben schon, aber die haben so viel Erfahrung, dass ich denke nicht, dass sie fliehen, sagen wir es so. Jetzt Verstärkungen haben wir hier noch ein paar. General kann auch nach vorne, ehrlich gesagt. Einfach nur um... Nice, okay. Ja, wir halten die Stellung. Hoch auf den römischen Sturmangriff. Und auch hoch auf die vielen Frames. Also der neue Patch hat genau gar nichts gebracht. Naja. Greift mal an, ihr kleinen Pisser. Ihr kommt bestimmt sehr weit. Mit eurer Flucht. Schwach. Okay, ja, gut, da hätten wir die ersten Einheiten schon weg. Was mir Sorgen macht, ist, dass die irgendwann sehr müde sein werden von diesem ganzen Gemetzel. Nun gut. Man darf gespannt sein. Lol. Kavallerie kommt gerade an. Ist ja putzig. Ich sehe diese Kavallerie als Erfahrungsgeschenke. Für meine Kavallerie. Ja, das liegt daran, dass wir den Hafen wieder gesichert haben. Hört mal auf, hier gerade zu schießen. Das ist verschwendete Muni, die fliehen nämlich schon. Ey, 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 Kinder, Kinder, Kinder. Nein, einfach so hier aufstellen, direkt schießen da. Ja, gerade sagen, das ist unser Turm. So, die werden gerade abgemetzelt. Oh, oh. Wen die angreifen. Kavallerie kann sich ja gerade mal sortieren hier, so. Guck mal, die sind schon total down irgendwie. Wir haben voll viele Verluste schon und wir sind noch gar nicht da. Die greifen alle hier oben an, das ist doch scheiße. Die irgendwie jetzt angelockt. Vielleicht kann ich die ja wieder in die andere Richtung locken. Naja, oh, die kommen echt nah jetzt. Dann halten wir mal hier diese ganz enge Stelle. Denke, weil wenn die hier den Hügel hochkommen und wir hier stehen, dann haben wir die besten Chancen. Hier ist auch noch so ein Pfeilturm, das ist ganz cool. Cool. Da laufen die Köter. Und wie gesagt, die sind so leicht gepanzert, die haben gar keine Chance. Oh. Okay, das ist dann schon wieder ein Problem. So, wie sieht's im Hafen aus? Da läuft gar nichts, ne? Wohl hier landen. Wo sind eigentlich die Typen hin? Ja, lol. Ja, immerhin, ne? Scheiße. Okay, dann müssen wir wohl doch... Alter, das, ich finde das jetzt schon scheiße. So, dann gehen wir eben hier auch noch hin, weil hier auch noch welche ankommen. Ist doch scheiße. Hat man nicht hier noch eine Einheit? Ja, siehst du mal, habe ich doch gut gemacht. Ach ja, zurück. Ja, ihr könnt wieder rein. Die Hunde machen da, was sie machen.
halt, ne? Das ist gut, da müssen wir gar nichts machen. Swordsman. Ja gut, die sind zwar stark im Angriff, aber ihr seht hier, hier laufen gerade ein paar Kampfhunde Amok. Deswegen, ja, cool. Jetzt mache ich mir aber Sorgen um dieses Tor hier gerade, weil das ist kaputt. Und wenn diese Armada hier noch landet, auf der Seite, dann könnte das... es könnte ein Problem darstellen. Ich meine aber, die können hier vielleicht gar nicht mehr landen, weil hier alles schon voll... Oh. Weil hier alles schon voll ist mit Schiffen. Lol, in den Rücken schön die Pila. Ja, entspann dich. So, ja, die Einheit ist ja da. Kann ja jetzt drauf aufpassen. Bis sie hier alle anmarschiert sind, haben wir schon wieder die Hälfte getötet. So, jetzt gibt es hier weiter Truppen. Gut, wenn die hier hochkommen, können wir die aber wegholen mit den Legionären. Wir haben ja hier noch Verstärkung. Kann eigentlich auch schon raus. Können wir die nämlich ein bisschen mehr verteilen. So. Ist ja ganz schön was los hier, ne? Lol. Kommen die einfach rein und nehmen uns das Tor weg? Ich glaube nicht, Kollege. Scheiß, echt. Egal, ich glaube, hier landet echt gar keiner mehr. Oh. Slinger. Dann ist es vielleicht besser, wenn wir mal vorrücken. Haben wir sie hier vertrieben? Schön. Können wir nämlich mal hier... Dann kann die Kavallerie auch mal ein bisschen Spaß haben mit den Slingern. Ja, war, ja, eh immer unsers. So, danke für die Info, Kollege. Ja, die schiffen alle rüber. Das heißt, ihr Veteran könnt man hier verstärken, nur für den Fall, dass was passiert. Und die erste Kohorte kommt hier nochmal auf den Strand. Perfekt. Ja, ist schon scheiße, wenn man Kavallerie ist und dann aber am Boden kämpfen muss. Würde mich nicht freuen, wenn ihr... wenn ich da... Oh. Was ist das denn? Ah, die kommen zurück oder was? Ja, finde ich nicht gut. Egal. Die sind eh weg. Die sterben alle. Und die werden gerade umgeleitet. Ja, nice. Okay, so hatte ich mir das genau so hatte ich mir das vorgestellt. Die kommen jetzt hier einzeln rein. Das ist gut. Sind... Oh, sind tatsächlich noch ganz gute Einheiten. Gut, dass wir noch Verstärkung haben, die gerade hier rumkommt. Ja, genau. Die Velites können ja mal auf die Mauern. Warum nicht? Wir haben die Gates gefangen. Zwar laufen. So, ihr könnt mal versuchen, die zu überrennen. Obwohl, der kann jetzt mal wegbleiben. Dann soll nämlich jemand angreifen, der die Erfahrung noch benutzen kann. Also eigentlich ist es egal, aber jetzt aus Gründen der Bequemlichkeit. Weil die anderen werden nur besser. Ich finde es extrem cool, dass die Hunde immer wieder verwertet werden können, auch wenn die alle sterben. Das macht es nämlich extrem einfach. Das ist so eine Einwegwaffe quasi.
Und ja, das ist ziemlich cool. Weil die kriegen jetzt Erfahrung und so. Warte, wir können ja uns gerade mal die Statistik von den Hütern angucken. Ich weiß jetzt nicht, sind das die Hunde, die da diese Statistik haben, oder sind das die Trainer? Aber ihr seht, die haben fast 300 Kills alleine gemacht, ohne dass quasi irgendjemand zu Schaden gekommen ist, außer die Hunde natürlich, aber wie gesagt, das ist ja Wegwerfware, auch wenn das sich jetzt für Tierfreunde jetzt nicht gerade gut anhört, aber so ist es halt. Nice. Schöne Backsteinbauten. Auch wenn wir diese Mauern ja gar nicht gebaut haben, weil die waren ja schon vor uns da. Oh, hier hat aber einer ganz schön was abgekriegt. Vielleicht hole ich den da mal gerade raus. Die Kavallerie kann mal weiter töten. Das ist nämlich alles noch Erfahrung. Oh Gott, die Slinger killen uns ganz schön. Obwohl wir sind hier ganz gut in Deckung. Wir haben so viel Erfahrung, Alter. Wir haben so gute Stats. Und wenn wir die erstmal upgegradet haben, später mit den Reformen, dann sind wir unzerstörbar, weil die behalten ja ihre Erfahrung noch. Genau das habe ich auch vor mit der nächsten Legion, mit der Italica. Oh. Geht ja rund hier unten, ne? Weißt du, das ist die Scheiße. Ich habe hier 10 Frames, aber auch hier 10 Frames. Das heißt, du kannst mir nicht erzählen, das liegt an meinem PC. Weil hier müsste ich, wenn es an meinem PC läge, müsste ich hier 0 Frames haben. Ich habe hier aber dieselbe Framerate wie irgendwie auf der Kampagnenkarte. Das ist doch scheiße. So, die Vilitis sollten eigentlich auf die Mauer. Machen sie auch, gut. Kriegen die, wow. Naja, kriegen die nämlich auch Erfahrung noch. Wenn die hier runterwerfen. Wo sind die? Ja, kommen an. Die anderen nicht so. Komm, pusht einfach durch. Scheiß drauf. Hier ist alles vorbei, wa? Jo. Würde ich sagen, alle mal rum. Oder alle Infanterie rüber. Und zurück in die Stadt. Ganz ruhig. Oh, guck mal. Sieh an. Doch nicht alles vorbei. Nun ja. Ja, jetzt ist das ja hier ein Grinding-Match. Deswegen können wir einfach... Alter, warum sind die jetzt an der Front gerannt? Also, ich hab da keine Worte für. Ah, ihr könnt auch mit ins Getümmel. So, ich mach mal fast forward, weil... Ich meine, viel können wir jetzt nicht mehr machen, taktisch. Achte jetzt nochmal hier auf den Strand kurz. Kavallerie kann ja... Habt ihr die getötet? Ja, gut. Dann holt euch hier noch ein paar. Das ist alles Erfahrung. Die können gar nicht mehr landen, weil alles voll ist. Okay, die sind weg. Ja, dann ziehe ich mich zurück. Warte einfach, falls die noch landen, haben wir hier noch ein paar Truppen. Aber wie gesagt, hier ist die ganze Küste voll, deswegen können die gar nicht landen. Wer? Die da? Warum sind die denn wavering? Alter. Ach, die Velites. Ja, die Velites sollen weg! Alter. Mann. Jetzt geht's plötzlich. Das ist doch scheiße. Haben die noch Muni? Ja, gut. Einfach Sachen runterwerfen. Das sind aber coole Mauern. Gut aus. Yeah. Wer kämpft denn hier unten? Gucken wir mal nach. Oh, was geht denn hier ab? Ist ja noch alles schneller Vorlauf, aber... Ist dicht gedrängt, sagen wir es so. Hashtag Massenpanik. Use the whip. Alle angreifen. Wow. Die werden ja richtig niedergemäht. Krass. Das wäre mega effektiv. So, wer ist denn noch übrig? Och, nö, ne? Sag mich, da kommen jetzt noch ein paar neue ange... Oh, ernsthaft?
Fuck. We have captured the gates. Ja, pff, toll. Wie lange geht die Folge? Die Folge ist vorbei. Es sind schon 20 Minuten, Alter. Wie lange soll das denn gehen hier? Ja, komm. Jetzt kommen wir euch mal besuchen hier. Lauft. Das war jetzt echt nicht der Rede wert. So, gibt's hier eine Einheit, die wir überrennen können? Nein, Speere können wir nicht überrennen. Was ist denn hier alles? Naja, gut. Ja. Schön. Das Massaker. In aller Seelenruhe marschiere ich hier einmal um die ganze Stadt. Wer ist das denn hier? Und unsere Verstärkung ist tatsächlich nicht gekommen. Also, bin ich nicht gut. Hier ist auch die Küste belegt einfach. Kann man ja gar nichts mehr machen. So. Hier in der Vorstadt können wir ja mal kämpfen. Der General kann mal raus mit und, falls hier irgendwie Slinger noch sind. Da zum Beispiel kann er mal mithelfen. Boring. Oh, was ist das denn? Slinger, ach cool. Ja, da haben wir ja Kundschaft für meine Kavallerie. Finde ich gut. Sind die großen Gewinner des Abends. Haben wir schon 2 Chevrons, meine ich. 350 Kills. Wer hat denn die meisten Kills? Können wir gerade mal vergleichen. 470, das ist schon ganz gut. Muss man ja neidlos anerkennen. Ich glaube, das war auch schon der große Gewinner, ne? Die Hunde, also die Hunde, ich muss echt sagen, das sind verdammt gute Einheiten. Gegen so leichte Einheiten. Weißt du, wenn wir die griechischen Hopliten bekämpfen, dann macht es vielleicht mehr Sinn, irgendwie so Gladiatoren mitzunehmen oder so, die halt viel Schaden und viel Chaos in wenig Zeit anrichten. Aber diese Hunde, also die Hunde machen das natürlich auch, aber die sind nicht so gut gegen Schwergepanzerte. Aber die Hunde sind so richtig, richtig gut gegen diese Einheiten. Das war ja jetzt hier immer so leichte Infanterie. Das ist perfekt eigentlich. Ich glaube, die sind für Glitch, die krebsen hier so rum. So bescheuert. Okay, und die kommen hier nicht an Land, oder was? Doch, kommen sie, gut. Ey, das ist doch scheiße, dass ich mir die jetzt holen muss. Nun gut. Wenn ihr es wollt, dann kriegt ihr es auch. Das sind auch die letzten Einheiten, ne? Ja, nice. Los, lauft. Ja, oh, ihr lauft schon gut. Kommt, Freunde. Der General macht's euch vor. Kann ich da... Kann ich das Schiff... Ah, nee. Okay. Ich dachte, ich könnte das Schiff jetzt mir krallen irgendwie. Okay, mal ein... Ich kann hier immer... Achso, ja, ich kann hier eine Einheit aufpushen. So. Jetzt greifen wir mal an. Wir haben schon eine irgendwie eingeschüchtert. Intimidiert, Alter. Ich bin auch schon ein bisschen durch da oben in der Birne. So, jetzt haben wir es endlich. Leck mich am Arsch, du. 5 Kills, ha. Ach, wirklich? Ist ja interessant. So, Schlacht beenden. Bitte. 25 Minuten hat das gedauert. Das Grauen. Nö, lief ja gut. Wir haben eine Mega-Armee zerstört. Ohne allzu viele Verluste. Nichts, was eine Runde Wiederaufbau nicht richten könnte. Hier sind die alle schon wieder
alle schon wieder fit hier. Könnten direkt nochmal die Schlacht kämpfen. So, ist vorbei jetzt oder was ist Sache? Alter, ist dein Ernst? Och nö, ist das Spiel verbuggt. Guck mal, der ist doch außerhalb. Was soll ich denn da machen? Der ist doch gar nicht mehr da. Oh nee, ne? Ist das dein Ernst? Alter, ich schiebe Hass. Nein, ich... Okay, wir warten jetzt noch eine... Also, ich warte jetzt noch ein paar Sekunden. Aber wenn das nicht klappt... Und ich raus muss und dann habe ich verloren, dann... kriege ich einen Rappel. Wer läuft denn hier noch? Wo will der denn hin, Alter? Entspann dich. Bleib einfach stehen. Wen juckt denn die eine Einheit noch? Mich juckt eher diese Einheit hier, weil die noch angezeigt wird. Okay. Wehe. Was? 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 Ist das dein Ernst? Alter, wenn wir die Stadt verlieren, dann habe ich... Ne? Ich warne dich, Kollege. Schön. Halbe Stunde Folge wird lustig zu hochzuladen. Scheiße. Komm her. So. Ja. 29 Minuten hat der Scheiß gedauert. 29 Minuten noch nicht. 27 höchstens. Naja, gut. Alter, ist das dein Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst sein! Alter, stopp. Nein, abgelehnt. Direkt laden. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Wegen einer scheiß Einheit, die verbuggt ist. Was sollte ich denn machen da? Die ist doch nicht mal mehr angezeigt, weil die schon über alle Berge ist. Okay, ja, die Folge ist trotzdem vorbei. Ja. Schön, ich freue mich. Ja, guter Witz, danke dafür. Oder so. Warum nicht, ne? Alter. Spiel ich den Scheiß extra, damit uns sowas nicht passiert und wir jetzt keine Legion mehr haben und dann ist sie einfach... Vor allem, weißt du, der Witz ist einfach, das ist total bescheuert berechnet, weil diese... Wir haben ja einfach beendet. Das heißt, wir überlassen den Rest der Schlacht dem KI-Rechner, ja. Und das heißt, diese eine Einheit wäre zurückgekommen und hätte die komplette Legion ausradiert. Die 160 Steinschleuderer. Mit ihren Sparschälern. Das kann doch nicht wahr sein, echt. Jetzt habe ich hier die halbe Legion verloren. Hey, und jetzt sind die alle wieder da, oder? Alter, wollte ich mich... verarschen oder was? Ihr seid alle so durch wieder mal. Ist doch alles scheiße. Ja, komm, jetzt mal auch die halbe Stunde noch voll, weil wen juckt's denn noch? Komm, Karthago. Warum nicht in einer Folge noch Karthago einnehmen, wenn es geht? Alter, wieso geht das denn nicht? Achso, wir sind. Oh. Das war jetzt menschliches Versagen. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, dafür sind wir ja da, ne? Hallo Karthago, wie geht's? Okay, vielleicht war es jetzt nicht so schlau, weil eigentlich hätte ich Karthago per Hand einnehmen sollen, ne? Komm, das machen wir nochmal. Dann nehmen wir nächste Runde Karthago ein, weil ich will euch Karthago zeigen, damit wir wenigstens einmal in diesem Let's Play Karthago eingenommen haben. In diesem Sinne... Ich gehe mich jetzt beruhigen und wir sehen uns dann gleich in Karthago. Tschüss.